Bevor das Video startet, tut mir doch bitte den Gefallen und abonniert den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da, damit ich auch weiter Harry Potter Videos für euch produzieren kann. Ansonsten lasst uns direkt loslegen. Lord Voldemort und Gellert Grindelwald waren beide die mächtigsten dunklen Zauberer der modernen Geschichte und ihre Leben waren sich unheimlich ähnlich. Sie hatten beide zum Beispiel einen gemeinsamen Feind, Albus Dumbledore, und beide schlachteten schamlos ihre Mitzauberer und Hexen ab, um an die Macht zu kommen. Aber wenn man sich die beiden dunklen Zauberer anschaut, wird man überrascht feststellen, dass sie eine ganze Menge unterscheidet. Von ihren individuellen Manifesten bis hin zu ihren tatsächlichen magischen Kräften, Voldemort und Grindelwald könnten nicht unterschiedlicher sein. Heute werden wir diese Unterschiede näher beleuchten und herausfinden, was diese beiden Zauberer voneinander trennte. Beginnen wir mit der Nummer 9. Um es einfach auszudrücken, Lord Voldemort ist und bleibt ein Einzelgänger. Das heißt natürlich nicht, dass er technisch gesehen die ganze Zeit allein war. Vom ersten Tag an, als er Hogwarts besuchte, bewies Tom Riddle sein bemerkenswertes Charisma und züchtete einen Kult, der ihm von Klasse zu Klasse folgte. Aber diese Schüler, von denen sich viele zu mörderischen Todessern entwickeln sollten, waren einfach nur seine Anhänger. Voldemort betrachtete sie nie als seinesgleichen und schon gar nicht als seine Freunde, sie waren ihm nie ebenbürtig. Und das macht auch Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Lord Voldemort wurde gezeugt, während sein Vater von einem Liebestrank verhext wurde. Der Geschichte nach sind die Nachkommen solcher Verbindungen unfähig zu lieben und falls sie jemals das Erwachsenenalter erreichten, sind sie nun mal Soziopathen. Im Gegensatz dazu war der Großteil von Grindelwalds früherem Leben von Liebe und Leidenschaft geprägt. Seine Freundschaft mit Albus Dumbledore war es, die Grindelwald dazu brachte, die Heiligtümer des Todes zu suchen und auf die Abschaffung der magischen Gesetze zu drängen, die Zauberer und Hexen einschränkten. Selbst nach all seinen Kämpfen, als Grindelwald schon über 100 Jahre alt war, blickte er wahrscheinlich mit Bedauern auf sein Leben zurück und wünschte sich wahrscheinlich, er hätte alles anders machen können. Nummer 8. Parselsprache. Mit Schlangen zu sprechen ist fast eine Voraussetzung, um ein dunkler Zauberer zu sein. Aber im Gegensatz zu Herpo dem Faulen und Lord Voldemort zeigte Gellert Grindelwald nie die Fähigkeit für die Parselsprache. Diese Fähigkeit, die für den Erben von Slytherin ein Erbstück war, war nur eine von wenigen, die Grindelwald nie zu meistern vermochte. Obwohl, wenn man bedenkt, wie viel der dunkle Zauberer erreicht hatte, war seine Unfähigkeit, sich mit Schlangen zu unterhalten, gar nicht so schlimm. Aber es ist immer noch ein Unterschied. Als nächsten Punkt haben wir die Nummer 7 und dort geht es um die Schulbildung. Es mag dich vielleicht schockieren zu erfahren, dass Gellert Grindelwald und der berühmte Mitbegründer von Hogwarts, Salazar Slytherin, in keinster Weise miteinander verwandt sind, nicht so wie mit Tom Riddle alias Lord Voldemort. Im Mittelalter und in der Neuzeit gingen viele der schrecklichsten dunklen Zauberer durch das Haus Slytherin in Hogwarts, so wie auch Tom Riddle. Man kann sich kaum vorstellen, dass ein dunkler Zauberer oder eine dunkle Hexe existieren könnte, ohne zuvor in Slytherin einsortiert worden zu sein. Aber Gellert Grindelwald wurde nicht nur nie in Hogwarts eingeschrieben, er besuchte auch eine ganz andere Schule, das Durmstrang-Institut, von dem er später auch verwiesen wurde, weil er verdrehte und dunkle Experimente an Mitschülern durchführte. Das Durmstrang-Institut sollte dir eventuell noch was sagen. Igor Karkaroff war der Schulleiter von dieser Schule im vierten Teil. Kommen wir zu Punkt Nummer 6 und damit zu einer sehr interessanten Frage, und zwar, wer war mehr böse? Um ehrlich zu sein, würden die meisten Zauberer zugeben, dass Lord Voldemort so ziemlich der böseste Zauberer war, den es je gab. Wenn Hagrid, Dumbledore oder andere von Harrys Mentoren über Voldemort sprachen, behaupteten sie oft, er sei mehr als nur einfach böse. Als gäbe es keine Worte, die die Verderbtheit beschreiben könnten, die Tom Riddle erreicht hatte. Auch wenn Gellert Grindelwald kein Engel war, waren die Verbrechen, die er beging, im Vergleich dazu angemessen. Immerhin waren Grindelwalds Ziele einst von Albus Dumbledore geteilt worden, und sie waren weitaus politischer als Voldemorts eigene egoistische Bestrebungen. Grindelwald wollte die zaubernde Welt von den Regeln befreien, die sie verborgen hielten. Er glaubte, dass die Zaubererwelt die mächtigste Gesellschaft auf dem Planeten sein sollte und dass die Muggel und ihre eigenen Regierungen unter ihnen existieren sollten. Oberflächlich betrachtet klingt das zwar wie etwas, dem Voldemort vielleicht zustimmen würde, aber Tom Riddles Methoden waren einfach viel feiger. Er hatte nie Mitgefühl gezeigt und hätte niemals Reue gezeigt, wie es Grindelwald am Ende seines Lebens tun würde.
Kommen wir nun zu Nummer 5, dem Bedrohungsgrad. Nachdem man die grausamen Kämpfe gesehen hat, die Harry Potter und seine Freunde ertragen mussten, ist es ziemlich schwer vorstellbar, dass Voldemort weniger als eine globale Bedrohung war. Aber wenn man sich die Details der Todesser und ihre Kampagnen ansieht, beschränkt die Gruppe ihre Aktivitäten größtenteils auf Großbritannien. Voldemort war in erster Linie daran interessiert, das Zaubereiministerium zu stürzen und die zaubernde Welt in Großbritannien neu zu gestalten. Wahrscheinlich hätte er größere Interessen und wollte nach der Sicherung Englands nach Frankreich und Kontinentaleuropa vordringen, aber das wissen wir nicht. Während der Ereignisse in den Harry Potter Büchern war Voldemort jedenfalls fest auf den britischen Inseln verankert. Und wenn wir dies mit Gellert Grindelwald vergleichen, werden wir feststellen, dass Tom Riddles Terrorkampagne im Vergleich dazu viel, viel kleiner erscheint. Grindelwalds Revolution erstreckte sich über den ganzen Globus, von den Küsten der Vereinigten Staaten bis zu der französischen Hauptstadt. Gellert Grindelwald wollte die internationale Zaubererordnung stürzen und so führte er eine mehrfrontige Kampagne, um dies zu erreichen. Kommen wir nun zu Nummer 4 und jetzt geht es um Horcruxe gegen die Heiligtümer des Todes. Einer der größten Unterschiede zwischen diesen beiden dunklen Zauberern war die Art und Weise, wie sie nach Macht strebten. Beide waren davon besessen, ihre magischen Fähigkeiten zu steigern und beide machten sich auf die Suche nach den Heiligtümern des Todes. Aber Gellert Grindelwald beschränkte sich auf diese magischen Relikte und wurde schließlich der zweitmächtigste Besitzer des Elderstabs. Dieses Heiligtum, das Voldemort verzweifelt für sich beanspruchen wollte, wurde dem dunklen Lord zum Verhängnis, als er versuchte, Harry Potter damit zu töten. Aber im Gegensatz zu Voldemort wagte Grindelwald nicht, sich der komplexen Prozedur zu unterziehen, um seine Seele zu spalten und Horcruxe zu erschaffen. Und wenn man darüber nachdenkt, warum gibt es eigentlich nur eine Handvoll Antworten? Einige Historiker vermuten, dass Grindelwald einfach nicht über das Wissen verfügte, um diese dunklen Zaubersprüche zu erschaffen. Aber wenn man bedenkt, dass Gellert Grindelwalds magische Fähigkeiten und Fachkenntnisse nur knapp von Albus Dumbledores übertroffen wurden, scheint diese historische Annahme ziemlich unwahrscheinlich. In diesem Fall scheint der offensichtlichere Fall zuzutreffen. Grindelwald hat keine Horcruxe geschaffen, weil er es einfach nicht wollte. Vielleicht war er nicht böse genug, um den selbstsüchtigen Mord an einem anderen Menschen auch nur in Betracht zu ziehen, um seine Seele zu spalten. Oder er dachte, er würde ohne Horcruxe mächtiger sein, obwohl es könnte auch einen anderen Grund geben. Und damit kommen wir zur Nummer 3, und zwar der Haltung gegenüber dem Tod. Im Vergleich zu Lord Voldemort zeigte Gellert Grindelwald fast keine Angst vor dem Tod. Dies könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass der berühmte dunkle Zauberer nie eigene Horcruxe geschaffen hat. Lord Voldemort spaltete seine Seele 7-mal und versuchte, die dunklen Künste zu beherrschen, weil er seinen eigenen Tod sehr fürchtete. Und Grindelwald hatte dieses Problem nicht. Am Ende seines Lebens, als Lord Voldemort sich in seine Gefängniszelle schlich, lachte Grindelwald dem jüngeren dunklen Lord ins Gesicht und ermutigte Riddle sogar, ihn zu töten. Voldemort hatte aber panische Angst vor seinem Ableben und deswegen waren die Horcruxe für ihn eher eine Schwäche, wie ich finde. Kommen wir nun zur Nummer 2. Ihre Herrschaft. Während des Zweiten Zaubererkrieges gelang es Lord Voldemort, die Macht für ein knappes Jahr an sich zu reißen. In dieser Zeit versuchten Harry Potter, Ronald Weasley und Hermine Granger zu beenden, was Albus Dumbledore begonnen hatte: die Jagd und Zerstörung aller verbliebenen Horcruxe. Zeitweise schien es, als würden die drei Hogwarts-Schüler die bösesten Relikte aller Zeiten, die Lord Voldemorts Seele enthielten, niemals finden. Aber schließlich gelang es ihnen doch. Nach nur wenigen Monaten war Voldemort nicht nur besiegt, sondern auch getötet worden. Voldemorts einjährige Herrschaft verblasste im Vergleich zu Grindelwalds. Obwohl Voldemorts Kontrolle über das Ministerium während seiner Herrschaft vielleicht stärker war, waren Grindelwald und seine Gefolgsleute über 2 Jahrzehnte lang aktiv. Während dieser Zeit führte der dunkle Zauberer politische Kampagnen gegen seine Mitstreiter. Im Gegensatz zu den Todessern, die nur eine kleine, wohlhabende Gruppe von reinblütigen Familien in Großbritannien repräsentierten, war Grindelwalds Anhängerschaft weitaus größer. Grindelwalds Leute waren fast so etwas wie eine eigene politische Partei, mit Tausenden von Anhängern rund um den Globus. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 1, und das ist ein sehr interessanter Punkt, wie ich finde, und zwar das Duellieren gegeneinander. Glaubst du, dass Gellert Grindelwald ein besserer Duellant war als Lord Voldemort? Das mag eine ziemlich dumme Frage sein, vor allem wenn man sich an die genauen Umstände von Grindelwalds Tod erinnert. Immerhin wurde er von Lord Voldemort hingerichtet. Aber das war ja auch nicht wirklich ein fairer Kampf, oder?
Gellert Grindelwald war zu diesem Zeitpunkt mindestens 115 Jahre alt und er war völlig unbewaffnet. Obwohl Zauberer und Hexen ungewöhnlich lange leben, war Grindelwald schon einige Jahrzehnte über seine besten Jahre hinaus. Wenn wir Lord Voldemorts eigene Leistungen im Duellieren mit denen eines Gellert Grindelwald im besten Alter vergleichen, ist es schon überraschend zu sehen, wie sehr Grindelwald im Vergleich dazu glänzt. Beide dunkle Zauberer hatten Albus Dumbledore als Gegenspieler, doch Voldemort schien den Schulleiter von Hogwarts nie besiegen zu können. Grindelwald hingegen hätte ihn bei ihrem berühmten Duell am Ende fast besiegt. Natürlich gab es sowohl für Voldemorts Niederlagen als auch für Grindelwalds beinahe Siege Gründe. Dennoch würden die meisten Magiehistoriker Grindelwald in diesem Vergleich den Vorzug geben. Ich denke darüber, dass Grindelwald mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit besser im Zaubern war, klüger im Umgang mit seinem Zauberstab und auch noch eine meiner Lieblingsfiguren der Saga. Dennoch weiß ich persönlich nicht, ob ich Grindelwald bei einem Duell den Vortritt lassen würde, da Voldemort sehr gefährlich erscheint und auch so, als ob er mit dreckigen Mitteln kämpfen würde, um zu gewinnen. Naja, wir werden es wohl leider nie herausfinden, wer gewonnen hätte. Ihr könnt mir ja trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Falls du Fragen hast, schreib sie auch gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.